Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil oder beziehungsweise zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt für die PlayStation 1, Teil 2. Was ist im ersten Teil großartig passiert? Ja, wir haben das Intro gesehen, die Steuerung haben wir eingestellt, mehr oder weniger, und wir haben ein wenig das Spiel begonnen, kann man jetzt sagen. Wir haben eine Pistole gefunden, das ist die Hauptwaffe in dem Spiel, zum Glück mit unendlich viel Munition. Und wir haben zum Schluss auch noch endlich die Schrotflinte gefunden. Und ja, eine Lampe haben wir gekriegt, das ist auch eines der wichtigsten Gegenstände in dem Spiel. Die Lampe hat auch unendlich Licht quasi oder Energie, aber das Ding muss ich, ja, nach... Man sieht eh oben rechts, da geht die Zeiger, also der Zeiger geht von 100 runter ganz schnell, dann muss man es abdrehen, dann lädt sich das Ganze wieder auf und man kann wieder von vorne das Licht aufdrehen. Ja, Mördergeschichte bzw. ein wirklich nützlicher Gegenstand in dem Spiel. Man würde sich halt eben wünschen, dass man die ganze Zeit Licht hat, aber davon lebt nun mal erstens dieses Spiel von der Dunkelheit und überhaupt die Alien-Franchise-Reihe oder überhaupt die Alien-Reihe und Horrorfilme überhaupt und sowas, die leben ja davon, dass das Ganze sehr dunkel gehalten ist immer und dass man ja nichts sieht. Okay, ich habe jetzt gerade null Ahnung, wo wir hin müssen. Ich werde nur sicherheitshalber die Schrotflinte nehmen. Okay, von der Seite sind wir gekommen. Gut. Und wie wir im letzten Teil rausgefunden haben, konnten wir nicht mehr zurückgehen, dass wir einmal speichern, sicherheitshalber. Okay, da haben wir einen Wissenschaftler. Der wird jetzt sicher gefressen. Ah, das soll der eine, glaube ich, sein, eben vom Film. Der wortwörtlich gefressen wird zum Schluss. Nur aufpassen, dass der nicht vielleicht irgendwo eine Falle aktivieren kann. Und gerade bei Türen muss man immer aufpassen, weil es kann gut möglich sein, dass genau hinter der Tür ein Aliensprung bereitsteht. So, da kommen wir jetzt nicht weiter. Sicherheitsmechanismus eingeschaltet. Genau. Zugangskarte einführen. Die Marines haben mich eingeschlossen. Sie geben mir die Schuld, obwohl ich da drinnen wahrscheinlich sich zu schnell. Sollte ich die Sicherheitskarte haben? Okay, gut. Viel Glück bei der Suche nach einer. Okay, das wird wahrscheinlich deswegen so schnell weg. Ich habe nichts geklickt oder was, sondern einfach das. Die lassen einen nichts lesen, weil der ganze ja hektisch drauf war. Wo kommst du? Alter, wo kommst du? Super, ne, super. Also so schnell kann man sterben und ich habe mich extra für Mittel entschieden. Was? Ich hätte mir gedacht, der steht jetzt vorm Fenster, damit das Ganze dramatisch ist, nicht, dass der einfach hinter mir da oben. Toll. So, na, super, super, super. Das heißt, wir müssen jetzt da wieder. Was haben wir denn eigentlich? Warte mal, haben wir die schon geöffnet? Nee, haben wir nicht. Na, toll. Warte mal, waren wir da hinten? Das ist halt eben auch das. Du weißt nicht, was du gemacht hast vorher, weil eben diese Speicherpunkte so weit auseinander sind. Gut, das haben wir gemacht. Die tolle Parkbank haben wir da hinten Meier gemacht, damit wir die Schrotflintenmunition kriegen. So, das heißt, ich muss wieder da runter. Und ich muss ja aufpassen, weil Leitern sind ja meine größten Erzfeinde. So, da haben wir jetzt die Karte. Ja, da kriegen wir, glaube ich, noch einen Erste-Hilfe-Kasten irgendwo. Da nicht. Da, genau, wunderbar. Ich schaue sicherheitshalber noch nach, nicht, dass ich irgendwo Munition verliere, also
drauf vergessen, eine Munition aufzuheben. So, Kartel, Kartel, Kartel. Zugriff auf Lager gewährt. Ja, jetzt kommen wir da runter, das heißt, wir haben jetzt. So, und das ist halt eben, ja, jetzt müssen wir gegen die ganzen Typen wieder kämpfen. Das war ja nur einer von vielen. Ich hab die angeschossen. Aufpassen, dass die nicht von hinten kommen. Jetzt muss ich die Zange nehmen. Zange, Zange, Zange. Mit einem Hechtler kommt er daher. Okay, und sie nehmen mich in die Zange. Toll. Gut, und ich weiß jetzt nur nicht. Kleines. Zugangskarte akzeptiert. Zugang gewährt. Siehst du? Ja, also können wir die nicht abschießen? Ja, gell? Ich meine, oben wäre es wurscht, weil das ist halt eben auch was in dem Spiel, man kann nicht springen. Wir können uns ducken und uns halt eben krabbeln, sage ich jetzt einmal, aber springen können wir in dem Spiel nicht. Was auch was Gutes hat, dadurch müssen wir nicht irgendwelche komischen Sprungpassagen über uns ergehen lassen. Das kann ja auch was. So, kleiner. Mittleres Medipack, das ist gut. Und aufpassen, wo wir hinsteigen, weil eben die Viecher hinterlassen wunderbare Säurepfützen. So, da la, so, da la. Jetzt wieder runter. Gut, sind wir da eben richtig? Ich glaube schon. Genau. Druck verringert. Es ist doch wieder da. Wie gesagt, ich würde gern genauer schießen und gerade eine Maus würde sich super anbieten bei dem Spiel, aber ja, was soll's, das ist halt eben noch nicht ganz so fein getuntes Spiel. Wobei, was ich weiß, war das das allererste Spiel auf der PlayStation, der allererste Ego-Shooter, wo man diese Dual-Stick-Geschichte, also von wegen mit dem linken bewegst dich und mit dem rechten schaust, dass die diese Art der Steuerung in ein Spiel hast. Ja, okay, von da sind wir auch mal. Und da habe ich extra ein paar so Testberichte durchgelesen von damals und die Leute, die waren, also zumindest diese Reviewer oder Testschreiberlinge, die waren ja voll außer sich, dass das die urgeschissene Steuerung ist und wenn man nimmt, das ist dann zum Standard geworden für alle Ego-Shooter, also das, ja, ist schon eine lustige Geschichte. Gut,
Wir haben die Schrotflinte. Wir sind jetzt da fast an dem Punkt wieder angelangt, wo ich mit dieser Folge angefangen habe. Na, ist das nicht schön? Und wir haben nur bis jetzt da schon 10 Minuten dafür gebraucht. Gut. Das ist... Den würde ich als Flinkbart bezeichnen. Das ist der ganz schnelle Redner. Marines haben mich hier eingeschlossen. Sie geben mir die Schuld für diese Viecher. Obwohl ich da drinnen wahrscheinlich sicher war als hier draußen. Soll ich dir trotzdem danken? Du kannst den Sicherheitsgrad haben oder drin zurückgelassen. Viel Glück bei der Suche nach einer. Ich hab's nicht fertig lesen können. Und sorry, ich habe mir nur gedacht, es passt gerade von der Stimme her. So, Karte und raus. Raus hat's geheißen. Bitte! 3 Schuss für so einen Lumpen. Ich meine, ja, ist okay. Ich habe beim ersten Mal wirklich daneben geschossen, aber. Und die sind ja auch schneller als du. Also jetzt sicher im Film überhaupt, aber auch da. Zugangskarte akzeptiert. Zugang gewährt. So, haben wir da mittleres rein, dass wir wieder mal auf. Auf ein Level sind, kann ich irgendwo speichern, bitte. Ich glaube, das ist das Ende vom Level. Das habe ich nämlich auch vergessen, da gibt es ja Terminals auch. Replay ans Maschinengehege, ist da jemand? Here's Call. Du könntest also. Hör mal, Karl, auf dem Bildschirm sehe ich, dass eine der Rettungskapseln klemmt und ihre Motoren sind überhitzt. Das ganze Raumschiff in der Luft werden wir nicht aussetzen. Seit wann kümmerst du dich denn um jemand anders als dich selbst? Die Zeit wird knapp. Mach was, Karl, oder wir sind alle tot. Okay, ich habe verstanden. Genau, und jetzt spielen wir mit der Call. Spiel speichern, ja bitte. Einfach drüber. So überragend war der vorige Speicherstand nicht. Und wie gesagt, ich versuche ja das Spiel dieses Mal durchzuspielen. Damals ist es mir nicht gelungen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wo man, also wie weit ich überhaupt gekommen bin. Ah, siehst du, sie hat schon einen Motion Tracker, den sehen wir eh unten links. Auf jeden Fall weiß ich, ich habe nie mit dem mit Chrissy oder Christy, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, gespielt. Weil der hat nämlich zwei Pistolen gleichzeitig und nicht nur eine. Das war auch einer meiner Lieblingscharaktere im Film. Da war überhaupt. Was ich so schade gefunden habe im Film war das, dass man vom. Dass der Captain so früh gestorben ist von dieser Schmuggelbande, Piratenbande, was auch immer. Der hat mir nämlich gefallen. Also Schauspieler, den finde ich überhaupt cool. Das war ja der Vetter vom Sheriff bei Robin Hood, König der Diebe mit dem Kevin Costner. Okay, hier haben wir irgendeine Waffe. Das ist schön, Waffen sind schön. Was ich selber benutzen darf. Aber. Schrotflinte. Ja, mit der Schrotflinte könnten wir jetzt dann die anderen Dinger aufschießen. Ah, okay, die können wir normal aufschießen mit der Pistole. Was auf ist wurscht. Ich
Ich könnte jetzt auch raufgehen, weil eben jetzt habe ich eine Schrotflinte. Mit der Schrotflinte sollte ich eigentlich imstande sein, diese zwei Container zu öffnen. Nur könnte das Ganze eben auch wieder eine typische Finte sein. Damit man ja wieder ja unsere Munition vergeuden für nix und wieder nix. Na warte mal, das ist doch herum da, genau. Na, das hat sich ausgezahlt. Lampe nachladen. Ah, cool. Lasergewehr-Clip. Ja, gehen wir wieder zurück, weil da könnten wir, glaube ich, nicht einmal speichern, wenn wir wollten, oder? Können wir da speichern? Ich glaube nämlich nicht. Na. Ist quasi nur missionsgebunden. Oder, dass wir weiterkommen einfach in der Mission. Gut, ja, dann hilft es eh nichts. Wir müssen runter. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, weil die Typen durch die Tür kommen, sprich das Militär, dass wir unbedingt in den Lüftungsschacht müssen. Das kann es nämlich auch heißen, dass das schon alles... Das kann ich schon. Ah, die haben... Okay, die haben es zugeschweißt, dann ist was anderes. Ah, Geronimo. Und es vibriert alles. Mit der Schrotflinte aufschießen. Hat er irgendwas falsch gemacht? Gut, es gibt... Ah! Also, aber ich meine, Munition. Ich will nur nicht die ganze Zeit die Taschenlampe verwenden. Was ich eh nicht kann. Ah, da wäre es auch noch reingegangen. Letzter Warnung an alle nicht eingeteilten Einheiten. Melden Sie sich an der nächsten Rettungskapsel. Alles ist so dunkel. Es vibriert immer ärger. So, das Blöde ist nur das, jetzt muss ich warten, bis die Säure weg ist, weil... So kleines, mittleres. Ja, weißt du was, ist wurscht, nehmen wir das kleine. Säure weg. Muss ich jetzt wirklich da durchgerannt? Ah, okay, gut. Wenn es nicht mehr ganz frisch ist, dann kann man drüber gehen. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir gleich mal das stärkere Kaliber. Sind wir jetzt wieder da, wo wir herkommen sind, oder? Ich glaube es eigentlich nicht, aber... Na, eh nicht, okay. Hätte ja sein können. Der Pfeil sagt uns immer, in welche Richtung. Ja, sehr gut.
hat sich gerade angehört, als würde ein Alien atmen. Wir stehen da ziemlich knapp. Der Laser, was ich mich erinnern kann, der soll ziemlich stark sein. Aber wie gesagt, was ich mich erinnern kann, das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Kann ich bitte einen Speicherpunkt haben? Da, ich höre ihn. Oder es. Eine Kleinigkeit. Drauf, das Ding müssen wir abschalten. Wenn wir das nehmen, für den Fall der Fälle, dass da irgendwas genau vor mir ist. Nicht überfliegen, nicht überfliegen. Kurz raus schon. Ja. Oh. Generator Abschaltung. Ah. Power umgeleitet. Mauer oder Power umgeleitet? Gut, ich habe nicht viel, ich habe nicht wirklich was verloren. Das ist schön. So, es dampft nicht mehr, dann können wir drüber gehen. Aber eben, genau solche Sachen sind es von wegen, hey, du kommst nicht weiter, hey, du musst irgendeinen Knopf drücken, komm, drückst ihn, sind irgendwelche Feinde da. Und wenn es nicht genau schießt oder genau triffst quasi, dann braucht man zwei Schuss für so eine außerirdische Wachbirne, ne? Anstatt nur einer. Oder wenn es Becher sogar drei. So, da oben geht es ja auch irgendwo hin. Und da geht es auch irgendwo hin. Am liebsten würde ich jetzt da gern zu einem Speicherpunkt kommen. Damit ich mich feiern kann für die mördermäßigen Fortschritte, die ich hier vollbringe. Ah, Laser. Die hätte ich auch jetzt langsam mal sicher gerne mal. Die Lasereinheit. Oder das Lasergewehr einfach. Mach's nicht so schwer. Triebwerk überhitzt.
Ich kann ja nicht einmal gescheit nach hinten gehen, das wird ja Blödsinn. So. Ah, Speicherpunkt. Ja, das ist ein guter Tausch, das passt. Und Speicher. So, ich sehe 25 Minuten. Aber wir haben gerade gespeichert. Ich finde, das ist eigentlich auch wieder ein perfekter Zeitpunkt, da für diese Folge quasi wieder mal zu beenden. Ja, ein bisschen was ist weitergegangen. Gut, am Anfang halt eben kann man sagen, 10 Minuten Schikane, weil ich habe wieder das alles nachspielen dürfen, was wir vorher geschafft haben. Ich bin halt immer abgeragelt, was so ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt Teil 2. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell. Tschüss. Baba.